This will lead us straight to Yarbog's temple. That's where the Emperor is. Everyone, the boss is back! Stop napping and... Where is everyone? Ja, jetzt habe ich jemanden dann noch... Impressed? Whoever built this place has vanished a long time ago. Well, we embellished a bit, added levers and gates. We love our levers. Habt ihr gesehen, wie weit die springen kann? Nicht nur, dass sie super schnell ist, sie kann auch noch springen wie so ein Superman. Ah. Fish thingies. Now I get why everyone ran. Ja, wir haben jetzt mal auch was anderes. Oh, diese... Ich verstehe nicht genau, warum das Spiel immer wieder vergisst, dass ich einen Controller angeschlossen habe. Ich drücke keine Tasten auf meiner Tastatur. Jetzt muss ich aber gerade mal was gucken. Nee. Okay, ich dachte, vielleicht ist da ja irgendwas... Au! Damit ist mein Kein-Tod-Bonus auch weg. Fish thingies. Now I get why everyone ran. Ich mag die jetzt schon nicht, weil die voll doof sind zu kämpfen. Hallo? Was jetzt nicht bald? Aua. Boah, waren viele. Moment. This place is huge. It stretches for miles and miles. The Imperials have been around for centuries. Never found it. All we had to do was look. Imperials, too busy with their noses in the air to notice what's beneath their feet. So, da bin ich wieder, war gerade eine Nachbarin, die wollte ihr Paket abholen. So. Ja, es ähneln sich viele Sachen. Es ähneln sich halt viele... Kann ich so kaputt machen? Nö. Viele Sachen. Viele Elemente, aber es ist okay im Moment. Es ist noch nicht so nervig. Radika. Warum habe ich nur bei Lundrin ist er doch, ne? Warum habe ich nur bei dem keine Erinnerung zu ihm selbst gefunden, sondern zu Indrik? Habe ich vielleicht seine übersehen? Der Gilias-Preis. Radika bahnt sich ihren Weg durch das Gedrängel, aber an ihren Geschwistern, die doppelt so groß und schwer sind wie sie, kommt sie nicht vorbei. Ihr jüngerer Bruder Holden ruft: Aus dem Weg, Winzling! Er sprintet vorbei und erreicht... jetzt bin ich gerade verrutscht. Und erreicht Zininje zuerst. Wie es Tradition ist, wird sein Name in den Stein neben Gilias Statue eingemeißelt. Gilias, der große Abenteurer, der den Rand von Uralia gesehen hat, brachte dem Dorf Wohlstand, indem er Rosinen entdeckte. Aha. Es gibt
keine größere Ehre, als den eigenen Namen neben der Statue einzumeißeln. Radika wünscht sich im Stillen dieselbe Aufmerksamkeit, aber sie ist die kleinste und mickrigste unter ihnen. Wie sollte sie unter diesen Umständen jemals gewinnen? Halt dich an das, was du kannst, ermahnte sich Radika. Mit einer ausholenden Handbewegung zieht Radika die Aufmerksamkeit der Menge auf sich. Sie beginnt eine tadellose und erstaunliche Geschichte zu erzählen. In ihrem Dorf ist es mucksmäuschenstill, die Faszination greifbar. Kurz vor dem Ende ihrer Geschichte zeigt Radika auf den Stein an ihrer Kette und sagt im dramatischen Gestus, ohne dass es jemand wusste, war es der Stein aus Jaboks Tempel, der das Geheimnis über das Verschwinden des Gottes enthielt. Verwunderung machte sich in der Menge breit und freudige Rufe werden ausgestoßen. Holden kann seine Erregung nicht zurückhalten. Radika, ist die Geschichte wahr? Es ist deine Geschichte, Holden. Was denkst du? Oh, bitte, lass es wahr werden. Könntest du uns wirklich einen Stein aus Jaboks Tempel bringen? Radika grinst, als alle Augen sich auf sie richteten. Ich dachte schon, du würdest nie fragen, Bruder. Das war eine merkwürdige Geschichte. Das sieht echt merkwürdig aus, wenn unsere Figur auf uns zuläuft. Außerdem vibriert die dann so komisch. Fällt mir jetzt weniger auf. Es hat eben auch vibriert, wo ich hier drüber gelaufen bin. Fällt mir persönlich tatsächlich weniger auf, wenn sie mit dem Rücken zu uns ist. Was ist das denn? Ach, ich kann... Push, push, little cube! Aha, aha, aha. Ach, musste ich das machen? Das ist ja jetzt langweilig. Das, ich habe irgendwas entdeckt. Schade. Ah, ich habe was entdeckt. Das hat sich gelohnt. Easy as a song. Alter, das wäre ich da fast runtergefallen. Mach doch sowas nicht. La, la, la. Now push. Kamera. Make it look so easy. Channel this spell forever. Ach, hör auf zu jammern. This is it. Jarbok's temple is just above. Looks like we have competition. Thank you.
hier waren wir ja schon mal. You again. First you make me chase you off. Enemy! Die! Imperial scum! Keep the pressure on! Is she the Harbinger or something? Silence! Das fand ich gut. Listen, when we face Indrik, we have to act quickly. He's evil, cruel, but worse, he's a good liar. Thankfully, you saw what he did. No matter what, attack on sight, all right? Ja, ja, das kriegen wir schon hin. Können wir das auch kaputt? Nö. Sag mir denn, dass du nicht auch eine Lügnerin bist. Du kannst so weit springen, das können nur Lügner. Ah, ist doch runtergefallen. Ahaha. Das ist voll schwer, wenn plötzlich die Perspektive sich ändert. Alert! Flanking now! I'll take the left side! Alter! Join in the fight! Och, dezent. Kaum spürbar. Aber die Vitamine bringen mich schon wieder auf Touren. Alle Dude, alle Dude. Vera and now Ludimir? Die, fiend! Ludimir brought it on himself. As for the priestess, well, you would know more than I. Ugh, stop it! I know your game! You have so many skeletons in your closet, you'd need an empire of closets just to fill them all! You're one to speak of skeletons, Ratiga. Your defiance has made Redentia a graveyard. So now it's our fault? You're a murderer and a coward, Indrik! What are you waiting for? Kill him! Why are you showing him that? Oh, I get it. You want him to know that we know before we execute him. Now act! We must kill the villain! You would be a fool to listen to that retention. I think we're all done listening. Words are boring. But a song... Oh, yes! A song can outshine words on any given day. Does your vision show me killing the priestess? But the retention knows that. She helped her escape. Killing me is not justice. It will simply hide a greater lie. Indrik's final performance. And sorry, friend. Quickly. This way.
are safe here. Ratika still lives, I'm sure of it. Like all redemptions, she lashes out at any who seek to help them, while the true enemy exploits their ignorance. Tell me, Harbinger, have you seen creatures? Corrupted ones that seem to have emerged from the cesspool of the underworld, seeking your death. Cyphers. They've been sighted throughout Euralia. They are a sign the void is stirring once again. This is why I sought to perform the Rite of Ascension. The Firebird ritual. To protect us. Das habe ich gerade nicht aufgepasst, weil ich gerade bei WhatsApp geschrieben habe. Schande über mich, Schande über meine Kuh. These scriptures tell of a ritual of Yarbog's avatar. A pompous metaphor. The Firebird has but one purpose. Its flames purify the sacred sword, Cladden. Many of my ancestors have performed the ritual. It stopped the ciphers. For a time. Warum hilft er uns eigentlich? This wall hides a secret. A truth only to be revealed at the end of times. Unfortunately, you, the ciphers, these are the signs. Und wer sagt mir, dass er mir auch das Richtige erzählt? Ich kann es ja nicht lesen. Indrik plant ein Ritual, in dem er zu einem Feuervogel wird. Damit will der die Kraft erhalten, das Schwert Kladen zu reparieren und die Cyphers zu vertreiben. In den Krypten des Tempels wird ein uraltes Geheimnis aufbewahrt, das auf das Ende der Zeiten wartet, um enthüllt zu werden. Hatika hält etwas über Vera geheim. Nicht immer ist die beste Lösung, das Umseit zu nutzen. Manchmal kann Gewalt der einzige Weg sein, das Vertrauen einer Person zu gewinnen. Jemand hat Vera geholfen, aus der kaiserlichen Gefangenschaft in der Stadt Eka zu fliehen. Also den stilvollen Kämpferbonus werde ich nie erhalten, das weiß ich jetzt schon. Ich mich immer anstelle wie so ein Trottel. Muss mal kurz was trinken. Was I wrong about the Emperor? Is he an ally in our fight against Voden? And Ratika, what is she hiding? To earn her trust. You may have to return and kill Indrik. Yes, killing him knowing he may be an ally. Remember, when you return to the Last Dawn, your actions are erased, but the knowledge gained remains. Das ist irgendwie ein cooles Spielkonzept. Ich habe sowas bisher noch nicht gemacht, aber ich weiß, es gibt noch ein anderes Spiel, das ähnlich funktioniert. Level 6 Phantomsprint. Ach, Spiel. Sprinte mit hoher Geschwindigkeit und bewege dich durch Feinde hindurch. Mit LT. Time you should examine your investigation board. Ich guck da immer rein. Nörgel, Nörgel, ich guck da immer rein. Hat nicht so angehört wie so ein kleines Kind. Reduziert die Erholungszeit nach 3 aufeinanderfolgenden Ausweichmanövern entscheidend. Was? Ach so, okay. Könnte ich den Cooldown nochmal runtersetzen? Reduziert die Wartezeit bis zu meiner neuen Einsatzmöglichkeit. Ich benutze die ja so selten. Erhöht das Energiemaximum, erhöht die Gesundheit. Ich glaube, ich nehme noch mal ein bisschen Gesundheit und mach das da. Und kann ich noch irgendwas? Sprint, ja komm. Mach mal auch. Das da ist dann vielleicht Indrik.
Also die Statue von Indrik. Könnte ich mir vorstellen. Vera gerettet. Jemand hat Vera geholfen, aus der kaiserlichen Gefangenschaft in der Stadt Ika zu fliehen. Moment. Oh, Spiel! Ernsthaft? Ah, da kann ich mit da... Ah, okay. Ich habe bei Ludrim nenne ich immer. Ludomir. Bei Ludomir habe ich noch nicht einen einzigen Hinweis. Das da müssen wir nochmal machen. Oder sollten. Sollten wir nochmal machen. Und dann diesmal, So it begins. Another chance to save Uralia. Uralia. Uralia.